Technik und Mensch. Der Mensch hat sich was ausgedacht, er hat sich überlegt, welche Bedingungen im Kosmos, also im Weltall, herrschen. Und ihm ist es gelungen, Laboratorien, Zugangswege zum All zu schaffen, um diese Bedingungen auch zu erforschen und für sich zugänglich zu machen. Persönlich für mich ist es bestimmt erstmals zu sehen, wie diese Erde auf einmal die ebene Struktur verlässt und dann eben zu einer runden Struktur wird, dass man sieht, wie dünn, wie filigran eigentlich diese Atmosphäre um diesen Erdball ist. Und wahrscheinlich werden auch mir dann die Augen aufgehen, wie viel Frevel ich auch schon getan habe an dieser Atmosphäre, an dieser Welt. Der Physiker Reinhold Ewald auf dem täglichen Weg zur Arbeit. Das schneetaugliche und hier vielbestaunte Fahrrad hat er von zu Hause mitgebracht. Im Sternenstädtchen, in dem bis vor kurzem vor Ausländer verbotenen Kosmonauten-Ausbildungszentrum, beginnt das Weltraumabenteuer. Für Ewald und seinen Mitstreiter Flade steht heute Basistraining auf dem Programm. Mit diesem Drehstuhl und mit ähnlichen Geräten trainieren die zukünftigen Kosmonauten die Arbeit in der Schwerelosigkeit. Sportlich sind sie schon, die deutschen Himmelsstürmer, doch vor allem wissbegierig und diszipliniert, heißt es hier nicht ohne Bewunderung. Man spricht nicht gerne darüber, aber beide sind Konkurrenten. Denn wer von beiden tatsächlich fliegt, entscheidet sich erst kurz vor dem Start. Das Training hier ist hart, die körperliche Belastung ungleich höher als bei den eher sanften Raumgleiterflügen der Amerikaner. Das Deutsche hier trainieren und mit auf die Reise zur Raumstation dürfen, hatten Kohl und Gorbatschow bei den Verhandlungen um die deutsche Einheit vereinbart. Doch aus dem bestehenden Astronautenteam riss sich keiner um den Job hinter den noch verschlossenen Türen des Sternenstädtchens. Seit einigen Wochen leben die beiden Astronautenanwärter nun ca. 70 Kilometer nordöstlich von Moskau. In dieser streng bewachten künstlichen Stadt wohnen etwa 4500 Menschen, vor allem Wissenschaftler, Ingenieure und Soldaten. Und überall gegenwärtig Juri Gagarin. Vor knapp 31 Jahren umkreiste der Kosmonaut als erster Mensch die Erde. Die Eroberung des Weltalls entartete zu einem gewaltigen Prestigekampf zwischen den beiden Großmächten. Während die Menschen am Boden mit wenig zufrieden sein mussten, leisteten sich die Herren im Kreml ein extrem teures Raumfahrtprogramm. Bis zu 50 Milliarden Mark jährlich. Man wollte der Welt zeigen, wem die Zukunft gehört. Von der Euphorie ist heute kaum noch etwas zu spüren. Seit Gagarin ist nur die Raumfahrttechnik fast unverändert. PCs und Computerbildschirme sucht man in den Trainings- und Forschungsanlagen vergebens. Dafür gibt es fast überall fest verdrahtete Rechner, die man in einem Museum vermuten würde. Doch die abenteuerlich erscheinende Technik ermöglichte einen bisher erfolgreichen, von vielen Staaten beneideten Zugang zum Weltall. Die Skafander oder Raumanzüge haben mittlerweile aus den Deutschen richtige Kosmonauten gemacht. Das ist die luftdichte Hülle hier. Gummisack. Die veraltete, aber robuste Technik, auch die der alten Soyuz-Kapsel, scheint die beiden Deutschen kaum zu stören. Wenn Sie einen Knopf hineindrücken und dann einen zweiten drücken, kommt der erste wieder heraus. Das ist wie bei unseren alten Radiogeräten.
Aber die Zuverlässigkeit, auf die bauen sie hier sehr, sehr stark. Man baut nicht darauf, dass die Industrie irgendwann sagt, lass uns doch mal was Neues einbauen. Nein, sie geht auf Bewährtes zurück, lässt das im System, im Gesamtsystem. Es sei denn, wirklich gefährliche Situationen werden heraufbeschworen oder sind vielleicht schon passiert, dann werden Änderungen unternommen oder man hat wirklich zwingende Gründe dafür. Aber es ist nicht ein Selbstzweck der Industrie, dass man neue Sachen einbringt. Ein teures Raumfahrtprogramm und nichts zu essen, ist das nicht paradox? Es wirkt auf den ersten Blick paradox und uns fällt es wirklich nicht leicht, hier Gelder zu verbrauchen durch unsere Anwesenheit, durch unser Training, durch unsere Forschungstätigkeit, die man meinetwegen einem Kinderhospital oder einem Waisenhaus hätte geben können. Aber es ist sicherlich genauso wenig klug, alle technische Entwicklung, alle Forschungstätigkeit in einem Land zu stoppen, um für einen Monat mehr zu essen zu haben. Es ist keine Option auf die Zukunft, wenn man das tut. Nach dem Basistraining in Moskau werden die Kosmonauten bei der Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Köln für das wissenschaftliche Programm fit gemacht. Nicht die Umweltverschmutzung, das Ozonloch oder weit entfernte Galaxien, sondern der Mensch selbst soll im Mittelpunkt der Mir-92-Mission stehen. So soll bei diesem Experiment die Dicke und Dehnbarkeit der Haut unter Schwerelosigkeit gemessen werden. Zwischendurch ausschalten wird denn. Ein weiteres Experiment beschäftigt sich mit dem Gleichgewichtsorgan. Es soll untersucht werden, wie weit die Raumkrankheit durch eine Asymmetrie der Organe des Innenohrs verursacht wird. Die meisten Versuchsprogramme konnten übernommen und angepasst werden. Doch einige der 14 Experimente mussten erstmals entwickelt werden. Keine geringe Aufgabe für die beteiligten Firmen und Institute angesichts der ungewöhnlich kurzen Vorbereitungszeit. Da freut sich der Wissenschaftler über jeden noch so kleinen Erfolg. Die mechanisch schaltet. Nicht so stolz auf mein kleines Relais, das Klick macht. Das hört man da oben. Das ist schön, ne? Wenn man nur schweben könnte dabei. Kommt schon. Kommt schon. Die nächste Stufe. Der Mensch als Versuchslabor, das hat zunächst einen ganz banalen Grund. Das bisschen Zubehör für die Experimente wiegt nicht viel, darf es auch nicht, denn die russische Rakete stemmt eine geringere Nutzlast als der amerikanische Shuttle. Dazu kommt, dass die Deutschen immer noch auf bemannte Projekte wie das Raumlabor Columbus setzen. Und dazu, so sagen sie, sind Erfahrungen mit dem Versuchsobjekt Mensch unbedingt erforderlich. Nach der VOR, dass er das aufmacht, ein bisschen putzt, bevor er noch mal weitermacht mit der Kamera. Wir überlegen gerade, ob wir die Eichung vielleicht vorziehen. Kommandieren, haben wir jetzt erste von dir. Das Überlebenstraining, unter anderem am Schwarzen Meer, sorgt für etwas Abwechslung. Um auch auf den eher unwahrscheinlichen Ernstfall einer Kapsellandung außerhalb des Zielgebietes im Wasser vorbereitet zu sein, gehört dieses Training seit jeher zum festen Ausbildungsprogramm. Die Kosmonauten lernen, die Kapsel zu öffnen und sie mit eigener Kraft zu verlassen. Keine geringe Aufgabe, da die starren Raumanzüge jede Bewegung erschweren. Wir wundern uns schon, was hier alles so zum Training gehört, jetzt gerade das Überlebenstraining. Meeresbergung, überhaupt gefährliche Situationen, dazu zählt ja auch das Fallschirmspringen. Es soll ein bisschen psychologisch halt abhärten, die Crew in gefährliche Situationen versetzen, wo Entscheidungen unabhängig von Ratschlägen anderer eben nötig sind. Und es ist sicherlich natürlich auch ein althergebrachtes Ritual, was hier gemacht wird. In vielen Dingen könnte man durch modernere Rettungsmittel eventuell sich das eine oder andere an Belastung für die Mannschaften sparen. Nach dem Ausstieg, so zumindest hoffen die russischen Raumfahrtplaner, sollen die Kosmonauten von Hubschraubern geortet und vor allem geborgen werden. Tagelang werden diese Bergungsmanöver geübt, bis jeder Handgriff sitzt.
Auch eine Landung im Wald fernab vom Zielgebiet muss geübt sein. 3 Tage und Nächte lernen die zukünftigen Kosmonauten, ohne Hilfe von außen zu überleben. Die Deutschen lernen schnell, sagen die Ausbilder zufrieden, und sie können es beurteilen. Schließlich repräsentieren Flade und Ewald schon das 18. Land, dessen Bürger die Raumstation gegen harte Devisen ansteuern. Arbeitsbesuch für die zu diesem Zeitpunkt noch sowjetischen Kosmonauten in Köln. Der Hochschullehrer Reinhold Ewald in seinem Element. Denn die 13, 14 Experimente, die an Bord von Mir durchgeführt werden, erfordern natürlich etwas Einführung in den wissenschaftlichen Hintergrund, aber auch viel praktische Vorführung, praktische Handhabung. Und das lässt sich natürlich nicht überstürzen. Eine Begegnung der dritten Art. Die sowjetischen Gäste haben das Ticket für den Flug ins All und sie genießen ihre Sonderrolle bei vielen solcher Veranstaltungen. Ein Testpilot und ein Physiker streiten um dieses Ticket. 2 total unterschiedliche Menschen. Noch 6 Monate bis zur Entscheidung, wer von ihnen beiden letztendlich fliegen darf. Training nur für die Fernsehkameras mit einer Art Unterdruckkammer. An den Presserummel müssen Sie sich noch gewöhnen. Aber auch solche Auftritte gehören zum Vertrag. Guido, machst du das ABT okay? Ja. Ist bei dir Spacement okay? Okay. In Köln mit dabei Alexander Wolkow, der sich übrigens jetzt an Bord der Raumstation befindet. Ja, das kann man so weit machen, dass wir das nicht anmachen. Kontrollphase machen, 5 Minuten Unterdruck. Wenn man so verkabelt dort liegt, fragt man sich natürlich, warum macht man das alles? Vorher hat man sein ruhiges Leben gehabt oder mehr oder weniger ruhig. Und mit dem Mal guckt man in einige Kameras. Ja, die ganze Intimsphäre rutscht weg. Überall läuft einmal einen nach. Man hat einfach sein eigenes Ich nicht mehr ganz dabei. Aber das wird wohl das sein, was man sich erkauft, wenn man Astronaut werden möchte. Die Runde von links nach rechts ablächeln. Zwischenstopp in Bayern für Klaus Flade, bevor es wieder weitergeht nach Moskau. Damit er seine Testpilotenberechtigung nicht verliert, muss er mehrmals im Jahr fliegen. Und er fliegt fast alles, sagt er, von der großen Transall über Hubschrauber und Segelflugzeuge. Heute ist er mit einem Tornado gestartet. Die Fliegerei war für mich immer ein Hobby. Dieses Hobby wurde zum Beruf, was mir sehr gut getan hat, gemischt mit dem Soldatenberuf, wo man eben nicht nur fliegt, sondern eben auch Managerarbeiten verrichten muss. Man wird immer auf anderen Plätzen eben neu eingesetzt, man muss sich neu eingewöhnen, man wird flexibel dadurch. So, kommen 16 Alpha Converting zu 4G. 4G, 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 4,5G. Okay. Jetzt die kosmische Aufgabe, die mir gestellt worden ist, ist einfach eine Herausforderung, der ich einfach mein Gesicht zeige. Und diese Sache möchte ich so gut wie möglich eben hinter mich bekommen, um eben diese Erfahrung zu sammeln, wie ist es jetzt, nicht nur 20 Sekunden in Schwerelosigkeit schweben zu können, sondern eben für einige Tage. Im Flugzeug probiere ich das natürlich auch immer. Ob ich nun ein Looping drehe und danach eben mit 0G dahin fliege, ist eine schöne Sache, nur viel zu kurz. Bei seinen Kameraden ist er zweifelsohne der Held. Und der Generalsohn genießt die regelmäßige Rückkehr zu der Truppe in vollen Zügen. Major Flade, so heißt es hier, wusste schon immer, was er wollte. Nee, bin da. Wo ist mein Auto? Für die Zukunft hat er vorgesorgt, sagt er. Nach seiner Flieger- und Astronautenkarriere wird er sich mit Raumfahrtprojekten wie Hermes und Sänger, wenn es sie geben wird, beschäftigen. Ja.
War prima, war mal eine nette Sache. Heute heißt es erstmal Abschied nehmen, denn bis zum Weltraumstart wird er nur noch in Moskau trainieren. Warum und wieso und der behindert uns leider immer etwas. Mittlerweile hat der politische Umbruch stattgefunden. Die Sowjetunion und Gorbatschow gibt es nicht mehr. Weil die Wachsoldaten für den inneren Kreis des Sternenstädtchens fehlen, entsteht kurzerhand ein Loch im Zaun. Die politischen Prozesse haben die deutschen Kosmonauten nur am Rande miterlebt. Man lebt praktisch wie auf einer Insel, sagen sie. Das russische Fernsehen erschloss sich ihnen erst, nachdem sie ein wenig Russisch konnten. Dazu kommt, dass die beiden Deutschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, denn gerade während des Umbruchs fiel die Entscheidung, wer von beiden fliegen wird. Eine deutsch-russische Expertenkommission bestimmte nun, dass Klaus Flade den einwöchigen Mir-Trip antreten darf. Herrlich, schon, oder? Oh nein. Gut. Gut. Und alles. Und alles. Ja. Wir wollten ja warten. Reinhold Ewald nimmt die Entscheidung äußerlich gelassen hin. Viel Zeit, um darüber nachzudenken, bleibt ohnehin nicht, denn die Trainingsarbeiten gehen normal weiter. Der Psychologe wirkt zufrieden. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Ja. Ja. Der Herr Ewald hat innerhalb von 7 Trainingsdurchgängen einen Leistungsstandard in diesen einzelnen Tests erreicht, die wirklich da liegen, wo wir uns erhofft hatten, dass die kommen, und da bin ich sehr zufrieden. Trotzdem darf er nicht fliegen. Das hat, glaube ich, mit Dürfen wenig zu tun, sondern da hat eine Auswahl stattgefunden. Und man sollte das nicht unterschätzen. Die Backup-Funktion von Herrn Ewald ist für uns als Experimentator sehr wichtig. Das heißt, wir haben eine Kontrollperson am Boden, die die gleichen Leistungsvoraussetzungen mitbringt wie der, der fliegt, sodass wir ihn quasi brauchen. Als Backup, als Kontrollperson, wird der Physiker Ewald die Experimente in der Raumstation begleiten. Vom Boden aus. Das Gefühl der Schwerelosigkeit wird eher nur für Sekunden beim Training in der Zentrifuge oder bei den sogenannten Parabelflügen in einem solchen Spezialflugzeug erfahren. Trotz der schweren Entscheidung steht er zu seiner Aufgabe. Ich glaube, dass wir von vornherein hier angetreten sind mit dem Wissen, dass einer nicht fliegen kann. Wer es jetzt ist, das entschied sich zu verschiedenen Punkten der Mission. Zuletzt wird es noch 3 Tage vor dem Start von einer großen Kommission in Baikonur entschieden. Ich glaube, eine professionelle Sicht dieser Sache hilft einem dadurch. Wir haben beide hier unsere Aufgabe, der Klaus, ich. Wir versuchen, unsere Aufgabe so gut wie möglich zu erledigen. Ich bin am Starttage genauso vorbereitet wie er, stehe zur Verfügung. Wenn er dann fliegt, wünsche ich ihm da viel Glück. Ich weiß aber, dass ich ihm auf dem Weg dahin geholfen habe. Eure Genossen und Freunde, mir, einem Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, ist als ersten Deutschen die große Ehre zuteil geworden, mit dem sowjetischen Raumschiff Soyuz 31 und der Orbitalstation Salut 6 im Sigmund Jähn war der erste Deutsche im All. 1978 war der DDR-Kosmonaut in der sowjetischen Raumstation Salyut 6. Wir hatten ja auch nicht diese Wasseranlage. Heute berät und betreut der unfreiwillige Pensionär das deutsche Raumfahrtteam. Er kennt sich wie keiner aus, und auch bei den bereits beschlossenen und geplanten deutsch-russischen Raumfahrtunternehmen ist er die Kontaktperson. Für den zweiten Deutschen beginnt die heiße Phase bis zum Start. Erstmals sollen Raumfahrer wie er während des Mehrfluges einem standardisierten psychologischen Testverfahren unterzogen werden. Computergesteuert werden dem Kosmonauten eine Reihe von Gedächtnis- und Logikaufgaben vorgelegt. Die Analyse soll Aufschlüsse über die Leistungsfähigkeit und über kosmonautische Stresszustände geben. Der deutsche Himmelsstürmer und der Bordingenieur Kaleri in einer Nachbildung der Raumstation, in der auf der Erde trainiert wird. Der tägliche Sprachkurs hat Wirkung gezeigt. Die Verständigung auf Russisch ist ausgezeichnet. Für mich persönlich ist es eine riesige Herausforderung, gerade ich als Soldat, dass ich hier in diesem Lande sein kann, mit Militärs zusammen
die mir früher als Gegner eben dargestellt wurden. Und jetzt kann ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Und zwar auf diesem Gebiet Raumfahrt, wo alle eben nur nach oben gucken. Sie wollen eine erfolgreiche Mission haben und keiner schaut da mehr auf die Uniform. Aber ist das Ganze hier nicht auch etwas von einem Abenteuerspielplatz oder ist es doch mehr? Ja, je mehr man hinter die Kulissen guckt, im täglichen Ablauf, wie die Menschen hier leben, wie sie zueinander stehen oder eben auch nicht zueinander stehen. Momentan befinden wir uns hier in einem in einer Phase des Jungkapitalismus, möchte ich mal sagen. Ja, so muss man es leider ausdrücken. Viele Leute sehen einfach nur ihren Vorteil momentan, weil sie so viele Nachteile nicht in Kauf nehmen wollen. War die sowjetische Raumfahrt einst der Stolz der kommunistischen Technologiepolitik, ist ihre Zukunft heute mehr als nur ungewiss. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR fehlt die politische Vorgabe, vor allem das bisher reichlich vorhandene Geld. Man merkt es an allen Ecken, besonders an Bord der Raumstation Mir. Alexander Volkov und Sergei Krikalov verstehen die Welt nicht mehr. Und dabei haben sie in 400 Kilometer Höhe doch den besten Blick auf unseren blauen Planeten. Krikalov ist der Held des aufgelösten Staates. Aus dem All protestierte er gegen den Putsch. Seit gut 300 Tagen umkreist er die Erde, versucht die 6 Jahre alte Raumstation funktionstüchtig zu erhalten. Keine geringe Aufgabe, denn manchmal fallen Strom oder Heizung aus oder es muss außerhalb der Station repariert werden. Schon im letzten August sollte er zurückkehren, doch das Geld fehlte und der Aufenthalt wurde plötzlich verlängert. Am 25. März soll er nun zurückkehren. Im Sternstädtchen warten bereits die Familien. Der erste Flug meines Mannes war 1985, erzählt Frau Krikalov. Damals waren alle hier gespannt auf seine Arbeit. Jetzt bin ich nicht mal sicher, ob man für die Ergebnisse seiner Arbeit überhaupt noch Verwendung hat. Die Menschen haben sich auch geändert. Jeder hat seine eigenen Probleme. Früher arbeiteten alle für den Weltraum. Heute kümmert man sich nur ein bisschen um den Kosmos und versucht, die eigenen Probleme zu lösen. Es ist kränkend, sagt sie. Mein Mann ist da oben und was er macht, braucht nun keiner mehr. Als Grund für die Streiks im Kontrollzentrum nennt Frau Volkov die schlechte Bezahlung. 400 Rubel im Monat für die Leute dort ist einfach zu wenig. Und Volkov Junior zweifelt, ob er mal Raumfahrer wird. Alles ändert sich ja so schnell. Wenn ich groß bin, sagt er, gibt es vielleicht in unserem Land keine Raumfahrt mehr oder sie ist gar nicht mehr populär. Scheinbar unbeeinflusst von den Schwierigkeiten des zerfallenden Staates geht das Experimentaltraining der Deutschen weiter. Was passiert bei diesem Experiment? Bei diesem Experiment wird also die Muskelkraft gemessen bei unterschiedlicher Applikation von Blutstau an dem Oberschenkel. Dazu legt hier jetzt gerade Herr Ewald die Staumanschetten an, am Oberschenkel. Und dann wird bei diesen unterschiedlichen provokativen Belastungen und provokativen Tests wird also mittels der anderen Apparatur physiologische Parameter abgegriffen, wie Blutdruck, Herzfrequenz. Und dann kann der Leistungsphysiologe bewerten, wie sich der Körper auf solche extremen Bedingungen einstellen kann. Versuchskaninchen sind wir alle mal. Neben den 100 Kilo Experimentmaterial, die an Hardware an Bord der Raumstation mitgenommen werden können, sind unsere 60, 70 Kilo Lebendmaterial wichtige Versuchsmasse. Wir werden vor dem Flug medizinisch aufs Ärgste gescheckt. Es werden Basisdaten erhoben, die auf unsere Körper halt zugeschnitten sind. Diese Kontrolle ist Aufgabe des Kosmonauten, sofern er der Forschung da dienen will. Und wir müssen sie hinnehmen. Aber es ist schon so, als ob man jeden Tag zur Arztpraxis ginge und eine Blutanalyse und verschiedene andere Untersuchungen über sich ergehen lassen müsste. Das sind jetzt hier die EKG, das ist das erste Bild. Und warum das Ganze? Weshalb 45 Millionen Mark teure Versuche im Weltall? Nur bei einem der 14 Experimente gibt es offensichtlich bisher eine konkrete Anwendung.
Das Gerät können Patienten zum Beispiel, die an einem grauen Star leiden, also unter erhöhtem Innendruck im Auge, auch mit nach Hause nehmen und in kritischen Momenten zusammen mit Augentropfen selbst benutzen. Es ist primär entwickelt worden, damit wir im Weltall an uns alleine experimentieren können. Der Kosmonaut hat die gleichen Effekte wie ein grauer Starpatient, erhöhten Augeninnendruck. Und daher ist es interessant, die Mechanismen kennenzulernen, die diesen Augendruck bestimmen. Die Maschinen für den Abflug zur Startrampe in Kasachstan stehen bereit. Das Training ist abgeschlossen, die Koffer sind gepackt. Komm, Benni, bleib bei dir sitzen. Komm hier. Nach 1,5 Jahren Sternenstädtchen bereitet die Familie Ewald den Umzug nach Köln vor. Trotz der vielen Erfahrungen freut man sich doch, dass nun bald alles vorbei ist. Flades Familie ist wegen der älteren Kinder in Deutschland geblieben. Das obligatorische Abschiedsfoto vor dem Lenin-Denkmal. Früher der große Auftritt des Politbüros mit viel sozialistischem Pomp. Heute fühlt sich keiner wohl dabei, doch bisher hat sich auch keiner getraut, die Zeremonie zu streichen. Der Reservemann Reinhold Ewald wirkt erleichtert an diesem Tag. Sein Mitstreiter eher still und nachdenklich während der Busfahrt zum Flughafen. Und er fragt sich in diesem Moment, ob sich das Ganze überhaupt gelohnt hat. Ja, das kommt erst, wenn ich wieder zu Hause bin, ob das auch unsere Familie so einfach so schadlos überstanden hat. Denn Sie können sich vorstellen, ein Vierteljahr getrennt von der Familie zu sein. Die Kinder, die haben natürlich am Anfang immer noch nach dem Papa gefragt. Ja, aber jetzt hin und wieder, wenn ich anrufe oder so, ja, da ist das Interesse noch nicht mal da, dass sie ans Telefon kommen. Ja. Und solche Sachen sind natürlich schade, die müssen wieder aufgebaut werden. Diese engen Verbindungen, die müssen irgendwann wieder etabliert werden. 2 Tage vor dem Start. Die gewaltige Soyuz-Trägerrakete wird zur Rampe gefahren. Innerhalb von wenigen Stunden ist die knapp 50 Meter lange Rakete abschussbereit. Ein Start in Baikonur, wie etwa 600 Mal zuvor, das ist Routine hier. Doch seit dem Umbruch ist vieles anders. Von dem Gezerre um die Zuständigkeit an der Rampe zwischen Russland und Kasachstan, von der Unzufriedenheit hier hinter den Kulissen, erfahren die Deutschen nur wenig. Völlig abgeschieden bereiten sie sich auf den großen Tag vor. Der Kosmos bringt die Völker einander näher, heißt es in Leninsk, dort wo die Soldaten und Wissenschaftler wohnen. Der Spruch stammt zwar aus einer schon vergangenen Zeit, doch der deutsche Himmelsstürmer greift ihn kurz vor dem Start ins All noch einmal auf. Das ist ein kleiner Appell an die westliche und auch an die fernöstliche Welt, dass wir endlich verstehen, dass wir in unserer Welt zusammenrücken müssen. Und wie mein Freund Sascha schon gesagt hat, der Kosmos gehört uns allen und wir sollten alles daran tun, dass wir gemeinsam diesem Kosmos und das, was uns dort widerfährt, gemeinsam erforschen müssen. Принимаем нормально. 10 секунд, полет нормальный. Принимаем вас.